Hallo Freunde, FC Moto TV, heute mit einer neuen Folge. Heute wird's sportlich, das verspreche ich. Ich würde sagen, bis gleich nach dem Countdown. So Leute, ihr seht es schon, ich habe zwei Gäste im Studio. Es ist der Pascal, es ist der Dietmar. Es geht, wie eben schon angeteasert, um ein Supersportthema heute. Es wird bestimmt spannend, aber die Jungs werden sich jetzt am besten selber vorstellen. Ja, ich bin der Dietmar von der Firma Dino Motorradtechnik. Und wir kümmern uns quasi um die Optimierung an Serienfahrzeugen, Rennsportfahrzeugen und auch um die Fahrphysik oder auch um das fahrische Können der Kunden. Das heißt, da können wir uns Lehrgänge machen, Rennstrecke fahren und solche Sachen begleiten wir halt auch für die Kunden. Ich bin der Pascal, habe vor 10 Jahren meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, bin seither in dem Beruf unterwegs. Heute bin ich Teilhaber einer Firma in Düren. Das ist die Rainer Imdahl Motorgeräte GmbH. Und wir sind Vertragspartner der Firma Honda. Und das ist... Haben Sie im Grunde schon alles gesagt. Sie sind beide auf jeden Fall vom Metier, von der Pike auf. Und wie gesagt, sagte ich eben schon, ich kenne auch beide schon sehr, sehr lange. Ich denke mal, unser heutiges Thema wird auf jeden Fall Supersport werden. Haben auch so ein kleines Baby hier stehen, das netterweise der Pascal aus dem eigenen Bestand mitgebracht hat. Ich fange einfach mal an und lass mal so richtig in Anführungszeichen die Hose runter als jemand, der ein bisschen zurückhaltender Motorrad fährt. Und das sind dann nun die Vertreter der Supersportfraktion. Wenn ich jetzt mal so einen Flock einhaue und sage, mehr als 150 PS für die Straße braucht niemand, kriege ich da von euch Gegenwind oder? Nicht wirklich. Eigentlich braucht man wirklich nicht viel mehr. Also ich würde fast sagen, dass man weniger sogar braucht. Weniger? Ja, 100 PS reichen eigentlich. Okay. Eifel sieht und enge Kurven und so weiter. Und man muss natürlich Gesetzmäßigkeiten der Straßenverkehrsordnung beachten. Kommt ja auch noch dazu. Und das fahrische Können. Eine solche Maschine technisch und auch für sich fahrtechnisch zu beherrschen, das ist schon eine Menge Erfahrung für nötig. Pascal, würdest du sagen? Also wird das blind unterschreiben. Also es gibt definitiv Motorräder, die die Leistung für die Rennstrecke brauchen. Aber für den normalen Straßenbetrieb denke ich, dass Motorräder auch mit weniger Leistung den gleichen Erfolg bringen. Jetzt bin ich tatsächlich etwas enttäuscht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Ecke etwas weinen. Denn unsere Blade, die hier steht, hat weit über 200 PS. Ich hätte jetzt tatsächlich von den beiden gesagt, dass ich erstmal voll einen von Bug bekomme. Denn wie gesagt, ich kriege am meisten Spaß bei Fahrzeugen oder habe am meisten Spaß bekommen bei Fahrzeugen, die deutlich unter 100 PS hatten. Denn mein eigenes Problem ist einfach, dass ich denke, dann hat jetzt so ein Fahrzeug, Pascal, wie viel hat die Leistung in der Maschine? 217. 217 PS, exakt. Das heißt, ich habe 217 PS und dann werden diese 217 PS wieder eingefangen durch alle möglichen Assistenzsysteme. Das erscheint mir auf Anhieb etwas paradox, obwohl ihr ja wisst, ich bin ja auch schon ewig und drei Tage in dem Metier. Muss ich auch sagen, das Fahrzeug hier besitzt ja hochtechnologisierte Elektronik, also eine IMO. 6 Achsen im Prinzip misst das Teil, ne, und gibt dann praktisch an der ECU, an der Steuereinheit, alle Werte durch, die Beschleunigung, Trägheitsmoment, Winkel und solche Dinge, alle durch und werden dann berechnet, je nachdem, welche Stufe man an der Elektronik eingestellt hat. Jetzt hast du das Thema natürlich schon direkt angeschnitten, kommt es direkt auf den Punkt. Also meine eigene Meinung auch schon vor Jahren ist einfach, dass wenn, wie gesagt, so viel Leistung auf die Straße gebracht wird und dann die Leistung wieder eingefangen wird durch Wheelie-Kontrolle, durch Traktionskontrolle, dann muss ja auch gar nicht mehr so die Leistung im Vordergrund stehen, dass dann eher die Performance bezogen auf Gewicht zum Beispiel für mich persönlich immer wichtiger ist. Also mit leichten Fahrzeugen habe ich immer sehr, sehr viel mehr Spaß bekommen. Beim Verkauf bei dir ist es denn so, dass du das ähnlich feststellst, dass die Leute konkret wirklich nach dieser Fahrbarkeit suchen? Oder ist da mehr so das Image ein wichtiges Argument? Ja, ich denke, das Image auf jeden Fall ein Grund ist, warum sich viele dafür interessieren. In den letzten Jahren ist es definitiv rückläufig. Okay. Also der Supersportbereich schleicht schon langsam aus. Der Naked Bike Bereich steigt. Adventure steigt ein bisschen. Ne? Ich denke mal, dass das auch einfach damit zu tun hat, dass du es heute auf der Straße auch nicht mehr so bewegen kannst. Ne? Okay, klar. Prozentual, wie würdest du einfach sagen, ich will jetzt keine interne haben, aber ganz grob über den Daumen, was macht der Supersport bei euch jetzt noch aus? Oder wenn du es vielleicht als Daten hast, der Gesamtbereich vielleicht in Deutschland? Oder bei Honda? Also ist auf jeden Fall stark abgeflacht. Ne? Also ich würde sagen, wenn es am Jahr misst, boah, ist es 20% Supersport. Ja. Und der Rest ist halt wirklich, geht so Naked Bike, dann baut sich das so Stück für Stück auf. Was ja eigentlich schon relativ viel wäre, ne? 20% Supersport, finde ich. Ja, aber zu Supersport zählt ja auch die CBR650R zum Beispiel. Ne? Oder man kann ja heute auch die CB650R schon so ein bisschen mit da reinpacken. Ist zwar ein Sport,
Sport Naked Bike, aber fällt ja jetzt nicht mehr so wie damals TB500F. Das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Sie sieht sportlicher aus, 98 PS. Das ist natürlich, geht auch wieder in eine höhere Kategorie. Also ich würde das jetzt fast mit so ein bisschen da reinzählen und nicht nur Supersport deklarieren über die Fireblade. Okay. Also das ist eine persönliche. Nee, ist doch korrekt. Bleiben wir ruhig mal bei der Fireblade. Ist eigentlich auch ein bildschönes Fahrzeug. Ist auch das 2021 Modell. Ne? Das heißt mit 217 PS, das ist ja echt eine Ansage. Ich hatte sie ehrlich gesagt mit etwas weniger gespeichert für mich. Würdest du dann, ohne da jetzt so einen Vorurteil irgendwie schüren zu wollen, wenn du 20 Kunden hast, davon kennst du auch einige deutlich besser, gibt es bei denen auch Leute, die das wirklich auch so nach Potenzial ausquetschen können? Nee. Nee. Schwierig. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, den Dietmar eben auch angesprochen hat, dass die Straßenverhältnisse das gar nicht mehr zulassen, dass der Fahrer da drauf die Technik gar nicht an die Grenze bringen kann. Die Motorräder sind ja mit 217 PS deklariert, aber durch diese einzelnen Drosselungen, das heißt dieses IMO-System, Traktionskontrollen, ja auch in sich gedrosselt, sodass du die 217 PS ja gar nicht abrufen kannst, wenn du das Steuergerät jetzt nicht flächst oder so. Ne? Ich sehe ja dann bei solchen Fahrzeugen wie dieses hier auf dem Prüfstand ganz genau, wenn ich die Drosselklappenposition angezeigt bekomme, ich gehe zum Beispiel hin und bin im unteren Drehzahlbereich bei 2.000, 3.000, 4.000 Umdrehungen und ziehe abrupt das Gas auf und dann merke ich dann schon, auf dem PC sehe ich die Drosselklappenposition gerade mal bei 40%. Das heißt, die Elektronik bremst da schon gewaltig ein und die Gasgriffstellung im Verhältnis zur Drosselklappe ist natürlich noch lange nicht die, wie das früher war. Früher eine alte Tausender, wenn man da aufgezogen hat am Kabelzug, dann war das 100% Gas, also Vollgas. In dem Fall wird alles geregelt, gesteuert durch die Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle und solche Dinge, Winkel etc. Und welche Position er vor allen Dingen am Cockpit eingestellt hat. Und diese ECUs, da hat der Hersteller ganz gut mitgedacht, sind natürlich auch gedrosselt. Das heißt, geschwindigkeitsgedrosselt in jedem Gang. Das heißt, wenn in irgendeinem Gang eine zu hohe Geschwindigkeit resultiert, dann wird er einfach die Einspritzmenge oder in Spätzündung geschaltet, sodass der Kunde gar nicht mehr weiter in dem Gang schneller fahren kann, sondern schon in den nächsten Gang schaltet. Das sind so Punkte, die man natürlich auf der Rennstrecke nicht brauchen kann. Das sind dann solche Sachen, die wir dann auf der ECU dann wieder eliminieren und dann schauen, dass die freigeschaltet ist, damit der Kunde auch wirklich das volle Programm haben kann. Und auch dieses Verhältnis von Gasgriffstellung zur Drosselklappe. Bringt mich auf die nächste Frage. A, wie oft hast du einen Kunden, der zum Beispiel beim Pascal, ihr seid ja nicht so weit auseinander, hat beim Pascal eine 1000er Blade gekauft, wird bei dir vorstellig nach dem Motto, Edith, mal optimieren wir das Fahrzeug. Gibt es das überhaupt? Oder? Gibt es genug. Und zumal die ein solches Fahrzeug kauft, wie der Pascal gesagt hat, 20% der Kundschaft kauft dann halt eben nur noch Supersportler. Mhm. Darum sind auch die Supersportler 600 ausgestorben. Die baut man nicht mehr, weil daraus eben nur noch die 1000er Sache entstanden ist. Man sieht dann natürlich, das sind vielleicht dann nur noch, wie ihr schon sagt, etwa 20%. Aber die wollen auch zwischendurch mal auf die Rennstrecke gehen oder bauen es dann nachher komplett für die Rennstrecke um. Mhm. Weil es auf der eigentlichen Straße man immer zu schnell unterwegs ist. Mhm. Und echt schwierig. Obwohl die gut fahrbar sind mit den ganzen Sperren und der Traktionskontrolle, würde ich sagen. Und die haben ja auch noch eine E3, E4, in dem Fall eine E5-Norm. Was natürlich die Beschleunigungswerte im unteren Drehzahlbereich noch ein bisschen was zähmt, sage ich mal dazu. Die laufen sehr mager. Und diese Sachen für die Rennstrecke hebt man im Prinzip erstmal auf. Also kommen tatsächlich auch Leute zu dir, ich sag mal, haben beim Pascal eine Fireblade gekauft und würden, obwohl das Potenzial vom Originalzustand auch nicht ausschöpfbar ist, trotzdem von dir wollen, dass noch mehr ausquetschbar ist oder es nochmal optimiert wird, wenn man dann Sind sogar sehr viele. Weil die Optimierung von der Straße auf die Rennstrecke fängt ja schon mit der Übersetzung an. Man hat ja zum Beispiel auch die ganzen Geräuschnormen, die Fahrgeräuschnormen, die man einhalten muss. Deswegen sind die Übersetzungen heutzutage sehr lang geworden. Das nächste Problem sind auch die Lautstärken. Auch bei den Serienausfuhranlagen für die meisten Rennstrecken auch schon zu laut. Viele Leute vermuten das gar nicht. Und Übersetzungsverhältnisse ändern zum Beispiel, wie gesagt, Auspuff. Und vielleicht sogar auf den neuen Auspuff eine Abstimmung wählen. Auf dem Prüfstand, dass die Abgase genau, dass das Motorrad wirklich top läuft. Ne? Und nachhinein kann man natürlich schon in die Feinheiten reingehen, wie meine eigene. Ich habe das Vorgängermodell von diesem Modell, wo ich die komplette HRC-Elektronik eingebaut habe. Da kann ich das noch feiner einstellen. Ich kann praktisch für jeden Gang und auch für jede Kurve eine separate Leistungsstufe wählen. Und auch Traktionskontrolle. Vielleicht bei dir, Pascal. Ich weiß ja nun auch, dass du viel auf der Rennstrecke rumhängst. Du fährst viel Ring.
Ich bin mir eigentlich auch sicher, weil du ja noch relativ jung bist, dass so die alten Zeiten von dir gar nicht mehr erlebt werden, dass also Leute mit umgebauten Tausendern am Ring rumgerutscht sind, ohne jegliche Assistenzsysteme. Und da gab es dann Leute, die auch richtig schnell waren. Heute ist fast jeder Zweite schnell, einfach aufgrund der Assistenzsysteme. Wie würdest du das, ist das so, würdest du das abdicken? Absolut, das ist auch so ein Thema, was ich selber unterschreiben kann. Ich selber habe es durch ihn gelernt. Okay. Es ist nicht, vieles hat halt einfach auch mit einer Sitzposition zu tun, eine Fahrwerkseinstellung, eben mal die Hilfen nicht so zu nutzen, sondern mehr mal auf den, mit dem Motorrad zu arbeiten, ein Hanging-Off, was einfach das Motorrad stabil macht. Ne? Das sind halt alles so Sachen, die kannte man vorher halt gar nicht so. Ne? Also Jungs, das ist auch immer ein Appell nach draußen. Es ist nicht immer nur Leistung, sondern meines Erachtens nach auch einfach so ein bisschen Beschäftigung mit dem, wie mache ich es richtig. Holt euch so einen Instruktor dazu. Das ist, finde ich, immer super, super hilfreich. Und das bringt auch was. Ne? Das bringt auch was. Und das macht ein Motorrad, was wir auch eingangs besprochen haben, ob die Leistung halt sein muss, die vielleicht gar nicht so da ist, die holst du mit sowas halt auch wieder raus. Ne? Ich denke mal, es ist so. Heute ein anderes Fahren, eine andere Generation. Für meines Erachtens war es für mich sehr schwierig, mich umzustellen. Das erste elektronische Fahrwerk, was ich hatte, oder elektronische Traktionskontrolle und so weiter, hat mich erstmal richtig langsam gemacht. Auf dem gleichen Motorrad, von April der alten Modell auf das neue Modell umgestiegen, war ich mit der Traktionskontrolle und so weiter wesentlich langsamer unterwegs. Mhm. Es kommt darauf an, wie man dann die Parameter für sich einstellt und herausfindet, welche Parameter oder welche Einstellung ist für mich die richtige. Und das ist, glaube ich, die Kunst an der ganzen Sache. Und die nächste Sache ist, das ist auch noch von Modell zu Modell, vom Motorrad unterschiedlich, ist natürlich, was gibt die Elektronik überhaupt her? Welche Rundenzeit ist damit möglich? Ja, da kommen wir dann schon wieder in ganz kleine Feinheiten. Darum habe ich mich dann auch für eine frei programmierbare ECU entschieden, wo man sagen kann, da kann ich ganz genau für mich einstellen. Aber es ist ein sehr weiter Weg. Und die Leute, die sich heute so ein Motorrad kaufen, auf die Rennstrecke gehen, haben zum Glück hier schon vorgefertigte Parameter. Das reicht erstmal für den Hobby-Racer auf der normalen zum Kennenlernen, zum Fahrenlernen erstmal aus. Aber später, wenn man schneller werden will, muss man schon einiges umändern. Vor allen Dingen das Lernen, das digitale Aufziehen des Gasgriffes war für mich sehr schwierig. Ich bin aus der alten Schule noch. Ja, analog getaktet. Wir haben quasi alles vom Handgelenk, meine Traktionskontrolle lag hier, ne? Ja, und hier genau. Vorne am Hintern. Genau. Ne? Und das war natürlich eine ganz andere Welt. Und heute, da ziehst du einfach auf und siehst, ja, man kann ja auch Data Recording anschließen und dann hat er Schlupf gehabt, habe ich nicht. Da kann ich noch ein bisschen feiner runtergehen, unsensibler werden. Und da die Grenze zu finden, ist einfach eine ganz andere Welt geworden. Ja. Ich sehe das ja bei meinem Superstock-Fahrer, dem Robert Konrads, der fährt ja die R1 aktuell in der Superstock IDM. Haben auch jetzt den dritten Platz in der Gesamtwertung geschafft. Und man da arbeiten muss, um da für sich eine Einstellung zu finden, die auch in die Grenze kommt. Das ist sehr schwierig. Das glaube ich unbesehen. Wenn man IDM-Fahrer sieht, ja, eine Supersport oder eine Superbike, ja, die haben auch ihre 2D-Data-Recording-Techniker dabei und haben da richtig viel Know-how an Bord, und um das richtig hinzubekommen. Ja. Pascal hat das eben schon angesprochen, du veranstaltest ja auch Trainings und ich weiß natürlich, vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das, vielleicht auch was früher, habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen, dass du auch mit dem Dietmar zusammen in Spanien auf der Rennstrecke warst. Sagt beide einfach mal dazu ein paar Worte, denn das scheint auch für die breitere Masse auch immer interessant zu werden. Ich habe definitiv einen Kunden bei meiner alten Kundschaft noch gehabt, der sagte, ich fahre gar nicht mehr auf der Straße, ich fahre nur noch 5 oder 6 Renntrainings pro Jahr. Das ist für mich der beste Benefit, ohne Risiko oder mit einem geringen Risiko extrem viel Fahrspaß zu haben. Ja, ich denke halt einfach, da kommen wir wieder auf das Thema, irgendwie Supersportler zu bewegen, ist halt auf der Straße halt einfach nicht mehr so machbar. Ne? Das sind Faktoren, die da eine Rolle spielen, nur das Gegenverkehr. Dann fährst du halt lieber mal auf eine Rennstrecke, kannst da halt wirklich die Sau rauslassen, hast da Spaß, hast dann solche Menschen um dich rum, die dir dann auch noch helfen, wenn sie sehen, du machst irgendwas nicht richtig. Und dann hast du ja auch wieder wie beim Kartfahren. Ich vergleiche das immer so mit dem Kartfahren. Ne? Das ist halt einfach, du wirst Runde für Runde schneller. Dann sagt dir einer, ey, setz dich mal anders hin, mach mal das, setz mal das um. Und das macht es natürlich auch aus. Ne? Das ganze Feeling drumherum, auf einer Rennstrecke zu fahren in eine Richtung, diesen Teamsport da zu genießen, ist halt einfach was ganz anderes wie auf der Straße. Ne? Wobei ich sagen muss, du sagst jetzt auch noch ein paar warme Worte dazu, ich habe mehrmals auf den Pascal verzichten müssen, weil er dann zu Renntrainings war. Und dann habe ich immer gedacht, oh, wenn der Pascal jetzt stürzt, dann kann ich alleine weiterarbeiten in der Saison. Also das ist mir mehrmals durch den Kopf gegangen. Ich hatte einen guten Instruktor. Okay.
Wir machen jetzt mal Folgendes, ein kurzes Break. Ich glaube, ihr wollt eine Kleinigkeit trinken. Was soll ich euch besorgen? Wir haben Wasser. Ah, prima. Ich würde sagen, bis gleich. Ihr fühlt euch besser? Absolut. Viel besser. Ich würde sagen, das Thema Renntraining würde ich ganz gerne noch ein bisschen intensivieren, weil ich weiß auch, dass da der eine oder andere Zuschauer mal uns angefragt hat, ob wir nicht so in der Orga mit einsteigen wollen. Lohnt sich natürlich irgendwo für uns als Online-Händler nicht ganz so stark. Wie ist da deine Erfahrung? Gibt es da eine Zunahme an Interesse? Oder? Ja, da man ja auf der Straße nicht mehr so schnell fahren kann, kommt natürlich der Kunde und möchte auch mal sein Motorrad ausfahren, wenn man schon mal so ein Teil hat, was über 217 PS hat. Ne? Und ich mache es immer folgendermaßen. Ich habe dann auf Racing als Partner und die Firma Ibis, die also organisiert schon jahrelang Renntrainings veranstalten. Da steige ich dann mit meinen Kunden mit ein, betreue die auch ein bisschen selber, auch was zum Fahrphysik entspricht und Instruktionen und Hilfestellungen, auch technisch sowie auch fahrtechnisch. Und das ist ein Markt, denke ich mal, der ist erstaunlich gewachsen. Wie ich mit der Rennsportkarriere anfing, bei mir jetzt in den ersten Trainings, also reden wir so von den 90er Jahren, ja, da waren da vielleicht 4, 5 große Veranstalter. Heute guckt man mal bei Racing for Fun, das ist die größte Plattform in der Hinsicht. Da sieht man mal, ich weiß nicht, 100 Veranstalter. Ah, okay. Ist irrsig. Und da ein bisschen so die Gradlinie zu finden, wer ist gut, auch als Veranstalter da Erfahrung zu bringen und für die Leute auch, dass man auch bucht, dann eine vernünftige Leistung bekommt, da kümmere ich mich dann auch schon drum. Wir fahren mit den Kunden auch zum Beispiel, organisiere ich den Transport der Motorräder nach Spanien, okay, und so weiter. Und die Fahrzeuge werden dann hintransportiert. Und dann kann man sich dann unten eine ganze Woche lang in Spanien zum Beispiel in Cartagena, wo wir fast jedes Jahr im Januar tätig sind, mit den Kunden beschäftigen. Dann können sie sich mit ihrem Fahrzeug mal kennenlernen, ihren eigenen Fahrstil verändern, wie der Pascal schon sagte. Hängt auch sehr viel ab, wenn du einen unrunden Fahrer hast, der dauernd Gas auf, Gas zu, Gas auf und dann Lastwechsel verursacht. Dann ist die beste Stationskontrolle nichts, da kommt man nicht vorwärts, dann ist die Stationskontrolle nur am Blinken. Da muss der Kunde erstmal lernen, Gewichtsverteilung, wann man Gas gibt, schräglare Blickwinkel, all solche Dinge spielen da eine große Rolle. Dass man so einen Bremshebel auch wie einen umgekehrten Gashebel zu sehen hat, dass man nicht einfach da reinhackt, sondern gefühlvoll bremst, all solche Dinge spielen da eine große Rolle. Und ich denke mal, der Pascal hat da damals... Ja, ist halt, ein riesen Lernfaktor, ne? Ist halt ein super großer Lernfaktor, ne? So viel lernst du nicht auf 1000 Kilometer Straße, was du da halt in ein paar Turns lernst, ne? Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Halt ständig mit Gleichgesinnten unterwegs, das ist halt super, ne? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als du zurückgekommen bist, du warst allerdings erst dienstags mit am Einsatz, dass du da über beide Ohren gegrinst hast und einfach von seinem Training... Ja, weil du halt einfach, wie gesagt, die Sachen gelernt hast, ne? Du kommst halt zurück und nimmst was mit, ne? Und das macht dich auch auf der Straße. Ich fahre ja trotzdem noch Straße. Entschuldigung. Naja, fahr ich auch. Und es bringt dich da halt einfach weiter. Ne? Es ist halt einfach, du fährst viel, viel sicherer. Ruhiger. Ruhiger, souveräner. Du hast auch gar nicht mehr so die Lust, dieses extreme Heizen. Ne? Weil du halt weißt, ey, du freust dich auf das nächste Training, ne? Lernst da wieder was. Also kann ich echt nur empfehlen. Pascal, mach mal ganz kurz so. Wie war der Pascal? Den hat es gut angestellt? Richtig gut, hat er gut. Okay, kannst du noch? Ist okay. Ich muss sagen, in der Finca, wir hatten dann so eine Finca organisiert, okay, wo wir dann alle zusammen mit 6, 7 Mann waren, abends gekocht haben. Hat er mir mal alles weggegessen, aber ansonsten, okay, war er ganz okay eigentlich. Also, ihr habt Spaß gehabt. Ja, ja, Hammer. Das ist ja der nächste Faktor, ja, okay, das Spaß haben. Das ist Gleichgesinnten zusammen, abends mal am Grill, mal am Bier, mal über die Maschine reden, was habe ich falsch gemacht. Wir machen abends immer so eine kleine Runde. Ohne Druck, wirklich nur. Wie auch jeder weiß, die Motorradfahrer untereinander, da ist es nicht steif. Ne? Das ist einfach, das ist eine große, große Gemeinschaft, Freunde. Und wie er schon sagt, das ist das Ganze drumherum. Ne? Dann wirklich abends von da aus nach Hause zu fahren, was geschafft zu haben, da irgendwie zu grillen, den Abend auszuklinken und morgens wieder zusammen zur Strecke zu fahren. Ne? Okay, hört sich alles vor allen Dingen gut an. Auch was ich sagen muss, ist die Technik an dem Motorrad, ob es Fahrwerkssachen sind, sagen wir Federbein, Gabel etc. Wir lassen es immer so, dass die Anfänger das Motorrad relativ serienmäßig lassen, auch sagen, fahr da erstmal und guck mal, was du aus dem Serienmaterial schon rausholen kannst. Wenn man dann in die Bedrohung kommt und sagt, oh, mir weicht die Gabel, es pumpt hinten, dann kann man immer noch reagieren und da andere Federelemente oder eine andere Dämpfung verpassen im Federbein oder so. Das sind so Dinge, die ich mich dann auch kümmere. Und dann kann man dann schauen, wie man dem Kunden noch weiterkommt. Dann hat er auch Spaß dran, er sieht seine Rundenzeiten, sie werden verbessert. Und im Endeffekt ist das für alle ein echter Gewinn. Ja, perfekt. Hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Ein Thema, was wir noch ganz kurz ansprechen möchten, ist eine Sache, die auch von eurer Seite gekommen ist. Es geht um Elektromobilität, also quasi um Formula E, Rennsport, Elektrorennsport quasi. Meine Frage, habt ihr überhaupt schon Berührungspunkte? Auf der Rennstrecke bei uns noch niemand. Und für mich gesehen
stelle ich mir zwei Seiten vor. Die eine Seite ist für mich sehr komisch, weil keine Vibrationen, kein Geräusch, keine emotionalen irgendwie, schwierig zu beurteilen. Der Vorteil ist natürlich, man hat auf der Rennstrecke keine Probleme mit den Geräuschen. Und hat ein sehr hohes Drehmoment. Da wäre mal spannend zu fahren. Ja. Mit so einer Leistungsentfaltung von so einem Elektromobilitätsfahrzeug mal sehen, wie das damit ist. Aber sie sind ja auch zurzeit sehr schwer halt. Ne? Das ist das Problem. Ich habe jetzt keine genaue Ahnung, wie schwer die genau sind, aber die sind auch wesentlich schwerer als wie hier so eine Tausender. Und da muss man auch mal gucken, wie das damit fährt. Ne? Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Aber Berührungsängste hättest du nicht? Definitiv nicht. Okay. Im Gegenteil, ich bin mal, wir müssen sehr interessieren dafür, ja, wie das damit aussieht. Ja, ja. Okay. Auch fahrdynamisch. Pascal, hast du erstmal beruflich dann überhaupt schon mal mit zu tun gehabt? Oder ist es so, dass da... Also bis auf diese Vespa Electrica noch nicht. Also Motorräder sind da irgendwie noch nicht so am Start. Ich komme aus einer Motorsportfamilie. Ich meine, du weißt es ja, und für mich gehört einfach Sound, das Gerabbel, das gehört einfach alles dazu. Ne? Das ist das, was es für mich ausmacht und was mir auch das Lächeln unter den Helm zaubert. Und ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich denke, die Zeit holt uns ein. Aber solange es geht, würde ich auf einem Benziner bleiben. Okay, ja gut, es ist ein Statement, finde ich ja auch okay. Trotzdem müssen wir uns ganz kurz, finde ich, damit beschäftigen, denn wir können das Thema jetzt nicht einfach von der Hand weisen. Denn ich persönlich prognostiziere, dass wir vielleicht 5, 6 Jahre noch brauchen, dass die Dinger auch bei den, ich sag mal, Vertretungen wie Honda, Yamaha und wie sie alle heißen mögen, ankommen. Zero ist ja schon sehr erfolgreich, amerikanische Firma. Harley mit der Livewire ist schon am Start. Also da ist schon, glaube ich, der Stein ins Rollen gekommen. Er hat nur noch keine Fahrt aufgenommen. Von daher, glaube ich, ist das schon eine Sache. Ja, denke ich auch. Ja. Ich meine, Fahrstrecke ist, ich denke, auf der Straße noch das Problem, die Reichweite. Aber man sieht ja auch, bei den Renntracks wäre es kein Problem. Bei 20-Minuten-Turns hätte man damit kein Problem. Ja. Kann man zwischendurch aufladen, aber... Wenn man die Entwicklung jetzt sieht, wenn man jetzt in dem letzten Paris-Dakar-Rallye gesehen hat, hat man gesehen, der neue Audi soll tatsächlich nächstes Jahr in der Paris-Dakar fahren und 800 Kilometer Reichweite schaffen für den längsten Turn, den die da haben. Dann ist das schon ein... Finde ich auch. Dann geht es da vorwärts. Ja. Ne? Dann wird das auch motorradmäßig, denke ich mal, auch... Mit Batterietechnik. Mit Batterietechnik. Ja, genau. Lithium-Ionen-Technologie. Ja, mal sehen. Ja, ich bin auch mal gespannt, und der eine oder andere von euch, der weiß ja, dass ich sowieso da, was Umwelt angeht, ein bisschen engagierter bin. Liegt vielleicht am Alter, keine Ahnung. Aber das ist schon ein Thema, da bleibe ich auf jeden Fall am Ball, und dann werden auch wir mal drüber separat berichten wollen. Leute, so leid es mir tut, das war's schon wieder. Es hat hoffentlich einigermaßen gefallen. Wichtig in dem Zusammenhang, wir haben ja eigentlich nur oberflächlich. Richtig, nur angekratzt. Ja, weil genau. Themen. Wir können also viel, viel tiefer gehen. Mein Vorschlag ist, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr mal ein bisschen intensiver dieses Thema noch mal besprochen haben wollt. Wir werden davon abgesehen aber sowieso den Pascal mal beruflich besuchen, was seine Funktion als Shopinhaber angeht, also Motorradverkäufer. Dem Dietmar werden wir mal über die Schulter schauen, wenn er mal einen Prüfschanzlauf veranstaltet. Ich glaube, das ist eine Sache, da habt ihr auch selber Bock drauf, oder? Absolut. Macht auch Spaß und eine gute Runde. Gerne. Ich denke mal, da kriegen wir auf jeden Fall einen Termin. Jederzeit willkommen. Perfekt, freue ich mich drüber. Derjenige oder diejenige von euch, die sich die ganze Zeit wundern, weshalb ich so bewegungslos hier sitze. Der Stuhl, der knirscht. Meine Die Knochen vom Stefan sind oder wirklich das, wo er raus... Nein, ich kann versichern, es ist der Stuhl. Meine Regisseurin hat gesagt, Stefan, bleib ruhig, das Quietschen kriegen wir nicht unter Kontrolle. Aber bevor die Jungs mir reinquatschen, ich würde sagen, tschö und adios. Adios, ciao.